Im Zuge des letzten King of Spano Cups hat das Team Disrupted alle anderen Kontrahenten weggeböllert. Zum Beispiel auch Improve Gaming, die ja nur auf der Challenger 505 Ladder Platz 1 sind und schon den Cup davor gewonnen hat. Ja, sah also nicht gut aus für uns im Mitstreiter aus Spandau, aber die jungen Herren waren ja im Bootcamp. Es bleibt also abzuwarten, ob das Outstorm wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spandauer Inferno, beziehungsweise King of Spandau. Das erste Match nach dem Bootcamp, wir sind heiß. Sagt und das fliegt ja Braum dir ins Gesicht. Sola hat schon ordentlich viel Leben verloren, das gleiche gilt aber auch für die Vayne. Oh, der dritte Auto-Tag kam dann nochmal durch. Vayne hat immer noch Heal. Oh, da muss ein TP oder sowas ran, also da muss man irgendwie verteidigen. Gletscherspalte geht raus, jetzt kommt das TP, aber Sola ist schon down, hat nicht gehealt. Das gleiche gilt für Kutscher. Jetzt ist hier der gute Kevin zur Stelle, ist aber alone in the dark. Schöne Aggro-Einteilung hier, jeder kriegt einen Shot, wow! Beinahe alle. Oh mein Gott, Johnny kommt, so Johnny kommt, Johnny kommt, Johnny kommt. Johnny kann einfach igniten, der ist halt da, die Ziele sind halt unfassbar low. Er flasht das mal Johnny davon. Oh, der ist ebenfalls down. Und das Q hat zwar gesessen, aber der hat eiskalt überlebt. Big Bot wird safe. Wahrscheinlich auch Drake, ne? Ah, oh, er wird zusammen. 2-0-3, 20 Farm vorne, 30 Farm vorne fast. Und dann haben wir das First Turret Blood bekommen. Also das ist wirklich so viel Kohle. Das will ich eigentlich gar nicht sehen, da tilte ich direkt wieder. Ja, 2.300 zu 4.300, das sind 2.000 Gold Unterschied. Wir müssen jetzt auch Vision aufbauen in unserem Jungle. Also solange Mitte nicht down ist. Was machen wir jetzt, Johnny? Du redest zu wenig. Nur ein bisschen chillen. Botwave haben wir bekommen. Ey, ich push top rein und dann komme ich mal mit und dann siegen wir mal das Ding. Okay. Das Ding ist halt, dass sie jetzt versuchen, mit den Turm so gut wie es geht zu halten. Haben wir jetzt auch immer wieder mit den Poke dabei. Wir können das steffen so, wir müssen nicht paniken. Wir können das spielen, wir müssen einfach nur gut ruhig spielen. Bleiben. Wir poken jetzt. Spannung, wir haben jetzt eine starke Phase. Ja. Jetzt groupt man hier mit 5 Mann in der Mitte, um den Midlane-Turm zu holen. Das ist super, man sieht Karma auf der Botlane. Instant groupt man hier in der Midlane. Ja, man setzt noch ein bisschen auf Poke, aber der hat schon ein Schaden bekommen. Jetzt Vayne mit dem Angriff, ein Flash raus, Gletscherspalte geht auf Kevin. Der ist halt schon... Oh, Vayne, mach's gut! Hier, das ist das Spandauer Inferno, der Schaden, einfach abartig. Und Captain Sexy will mit der Ultimate weglaufen. Das ist natürlich noch ein sehr, sehr langer Weg. Der nächste Cocoon, zack, sitzt da auch wunderbar. Morgana Cube. Was machen wir jetzt? Mitte rein? Mitte. Das war so gut gespielt von Johnny. Du musst sofort Mitte gehen. Ich habe die Wave durchgepusht, aber die nächste Wave müsst ihr an. Also das war jetzt alles andere als ein Comeback. Das war nur die Eröffnung. Aber es kauft Zeit. Was haben wir denn? Ich bin da. Oh, Überzahl. Vayne ist Bot. Oh, schade. Blackbein ging daneben. Johnny mit dem Stundenglas. Der Tank, der ist down. Chillen. Vayne ist Botlane. Was machen wir? Sehr guter Pick vom Spandauer Inferno. Die können das halt. Kutscher, hast du Wards? Okay, Vayne ist unten. Lass Mitte gehen. Lass Mitte hart gehen. Okay. So, Q sitzt. Da gibt es ein bisschen Free Damage. Wobei das mittlerweile nicht mehr so free sein sollte. Oh, jetzt die Seelen fesseln. Das ist natürlich schon schmerzhaft. Maokai hält das nicht lange durch. Nice. Und schau dir mal an, was in der Botlane passiert. Oh mein Gott, ich hab einen Kopf. Egal, Vayne allein, dass du gegen Vayne gehalten hast. Ist gut. 12. Die Sloan geht weg. Die hat keine Summoners. Wir haben uns die Ansage bekommen von Jace. Hier, pass mal auf. Vayne ist low. Die muss in die Base. Damit heißt es Janna Ultimate und weiter Siege. Rexel? Wen ist hier? Der hat keine Summoners. Oh, der Knockout! Der hat nicht funktioniert! Jetzt muss mit dem Flash kombiniert werden. Das ist nicht genug, um Kill zu holen. Okay, alles cool. Viel zu delayed. Da hat, glaube ich, Max einen 1A Cocoon getroffen. Ja. Mach ihn. Go. Okay, der Vayne einmal getroffen. Einfach nur Pock, nicht Dragon. Halbe HP verloren, ne? Das ist ein Inferno Drake, da sollte man hingehen. Go. Nein. Oh, da hat es ganz geklappt. Rexer hier mit dem sauberen Smite. Johnny mittendrin hat einige Leute betäubt. Jetzt aber 1-1 tauscht. Der Baum ist nämlich da, aber die Vayne, die grittet da durch, die muss man bestrafen. Der Raketenwerfer sind so viele. Aber der Reset ist noch nicht da. Jetzt renne. Pass, push mitte. Mitte, nice. Können wir noch rein? Nein, nicht greedy werden. Ja, die gehen, glaube ich. Amas darf jetzt spielen, oder? Ich hab hier ab, aber dauert noch ein bisschen. Die sind. Ich werde die Pin. Über Mitte rein. Das ist nicht die Spin riecht das Ganze. Das kommt noch das Teleport. Portavision. Und das kann sehr gefährlich werden. Der hat noch wenig HP. Sie ziehen es eiskalt durch.
Baron wurde jetzt gemacht. Mau. Ich hab einen Peel. Mau, Rexai. Peel, das ist unser Fall. Achtung, Vayne. Hätte man jetzt wesentlich härter bestrafen können. Vayne hier ist draußen. Wann? Und die kann ich nach vorne flashen. Ja. Vorher schon verwendet. Jetzt wird stopp. Geflasht. Wir werden einen Turm kriegen. Passt schon. Ja, danach basen. Ja, wir wollen nur fischen. Also, die wollen noch was machen anscheinend. Ja, Rexai will dann wegfahren. Sollte trennen, Rexai. Kannst du ihm gehen? Können wir dir geben? Oh, da ist noch zu früh rein! Rexai kriegen sie doch mal for free oben drauf und sind dadurch in Überzahl. Aber die Ach, laufen hier in die Zange. Können wir die fighten? Ja. Einfach dem. Raum. Wenn ihr könnt, Vayne. Wir brauchen Vayne. Oh, der hat gesessen! Hat gemacht! Stark! Kevin reißt jetzt hier zwei Leute. Kammer. Die Kutsche Ultimate, die holt immer alle raus und Kevin ist hier an der Kammer, den er auch noch holt. Stark gemacht, der Baum, der letzte Überlebende, da wollte man das Inferno abholen und der ganze Baron war löst sich gleich in Luft auf. Ich hab Kammer. Du sitzt jetzt vielleicht nochmal der Catch, die Chomper-Kombo, die ist halt ätzend. Halber AP verloren. Raum. Und schon wieder. Schönes Binding von Johnny. Einfach Pope. Jetzt Ulti. Oh, das war drin. Damit der Reset down. Er jagt weiter. Die Vayne. Da müssen. Keine Chance. Und Sola immer noch da. Das war uns am Leben. Ja, Mann. Good job. Können wir finishen? Ja. Wir haben Jinx. Sehr, sehr gut gemacht. Und das war's. Comeback. Für das Spandauer Inferno. Goldabstand spielt keine Rolle mehr, denn sie kriegen hier den Inhib for free. Vielleicht sogar den Win, weil sie sind alle da. Push. 17 Sekunden bis Karma wieder raus, aber der Turret, der wird jetzt niemals lange halten. Richtig Alter, schön, easy. Alter. Oh mein was, Gott. Was? Was? Jawohl, Boys. Ja, was? So geht es. Die wissen, dass ich delayed bin. Hier war ein Ward. Hier hat sie jetzt ein Ward hingestellt. Ja, die macht den Blue. Ja. Der starke ist gekuhn, hat gesessen. Johnny mit dem Black Shield. Flash davon, aber. Oh! First Blood! Komm, Max! Muss ich da rechnen? Er hat noch den Red Buff. Stack ist drauf, zack, da ist den kriegst du auch noch, Junge! Rexai ist stärker, meins gegen eins. Macht das schon sehr, sehr gut. Also da ist halt die Veränderung deutlich zu sehen. Normalerweise war Max halt immer so der Hund. Okay, ich bin Space, ich geh grad auf Base. Hier, Kate, da ist er schon wieder. Oh, die Trap-Kombo hat nicht ganz gesessen. GP-Ult reicht aber für den kurzen Slow aus. Max nimmt da den Kill. Drauf? Das ist es. Cattle ist low. Max da mit dem Flash GP Ultimate, ganz wichtig. Bombardier, oh, die sind so low! Nur noch ein Reset von Zola! Und er kommt da nicht ran. Oh, das wird auch gut schon mit dem Schild. Aber jetzt ist Johnny am Start. Flash, Ult oder nur Seelenfesseln, zack. Man konnte zwar gut schon noch abholen, aber es ist ein schön! Ich hab Cage! Oh, Peter! Zack, da ist es! Push that shit. Oh, ich hab sie fast. Oh, jetzt geht's aber weiter. Karma ist das nächste Ziel. Yes, baby. Mitte. Alles cool. Mach den Scheiß. Das kann ein Inhibitor sein, das wird ein Inhibitor sein. Das war wirklich. Man sieht es halt, ne? Du machst halt 3 Stunden lang gar nichts. Und jetzt zurück auf das GG. Baron. Ist low? Ich glaube, nee, Kevin, du hast gleich ein Deckschild von mir. Max geht rein zum Stil, also der wird hier auf die 50-50 reingehen. Muss jetzt rein. Oh, schafft zu spät reingegangen. Trotzdem der Schaden! Gegen Kate hochgedrückt, jetzt verabschiedet. Große Chance wird damit down. Kutscher, der will natürlich den nächsten Stunt landen. Die Zunge ist ready. Oh, das geht auch Kilometer weiter leben. Wir müssen jetzt rein. Okay, dann rein. Wer? Wie? Kam Ken Schuld? Naja, selbst sofort. Oha, okay. Also, wenn da ein Crit ankommt von Sola, dann tut das schon weh. Kate, so. Oh, die Welle abgerissen! Johnny kommt jetzt hinterher. Seelenfesseln drauf, aber stark gemacht von der Name. Die kommt aber nicht gegen den Raketenwerfer davon. Boom! Inne polen, ja. Wenn wir versuchen zu finishen. Lass mal probieren, Alter. YOLO! Ich tippe gleich rein. Oh, der mit Daniel ist noch nicht mal sicher. Sola muss sich wehren. Johnny! Der hat kassiert ohne Ende und Sola muss jetzt kiten, aber der Schaden reicht da nicht aus. Heilt sich nicht gegen und das Spandauer Inferno. Na gut! Das war's! Spandauer Inferno! Macht es spannend und es ist somit ein 1:1. Die Full AD Poppy Top Lane, die wurde halt echt zum Problem im Late Game. Ja. Mit schon wieder. Johnny aber diesmal mit dem Weg, kann sich beschleunigen. Morgana kommt entgegen. Repel ist da. Oh, das kann ein Double Kill werden. Shockwave ist zwar drauf, die Six-Bombe platzt da rein und das ist das 3-0. Oh, ich hab schon wieder mit Gerner gerechnet, der fuck das. Max jetzt hier auf der Top-Lane zur Stelle. Ich bin mir nicht sicher, ob man da Kitchen was töten kann. Das ist ein bisschen zu bedenken, ne? Cocoon of Doom. Oh, das war nur das Q.
Dann wollt ihr wahrscheinlich das Ganze rausbaiten, aber Kevin mit den passenden Früchten. Ah, Flash. Oh, Repair! Und ein Q, das genügt. Max kriegt den Kill. Sehr gut gemacht. Push Mitte rein, ich bin hier. Wir sind zu viert hier, die wollen den Turret. Ich hab Ult, hast du Ult? Kannst du Ult hier? Max aber auch zur Stelle. Zeigt sich da auch sofort. GP Ult, Gida drauf. Und den Schaden, ey. Der ist halt so unnormal hoch. Schön nur gekuhn. Gletscherspalte geht raus, aber man hat ja keine Tötungsmöglichkeiten. Die sind zwar übel low, aber man kann da schlecht. Also oh mein Gott, er ist in die Mine rein. Oh, wie bitter. Das ist halt super ärgerlich. Jetzt kommt der gute Rexai auch noch dazu. Kriegen den Tower oder nicht? Nee, ich kann die Wave Ult in Bottom. Aus ja, Six-Kante kommen. Six is miss. Fuck. Max unterdessen hier auf dem Rückzug. Schönes Repel. Das war stark. Ultimate von Poppy, somit gecountert, verwandelt sich zurück. Gut, war nice Champion. Wenn jetzt hier nochmal mit dem Cocoon arbeiten, sagt er doch getroffen. Was für ein Champ! Was machen wir jetzt, Leute? Drei Türme. Das auch nicht, Mann. Wir haben so viel Wave Clear. Bei dem hier gewordet, wir müssen die inneren Zirkel wieder dämpfen. Wir haben Helms Klamm Spiele schon gewonnen. Und wir können auch das gewinnen. Ich hoffe, wir haben da halt keine Vision. Okay, was machen wir besser als letztes Game? Wir müssen einfach nur in den entscheidenden Situationen dick outplaceladen, so. Ansonsten haben wir ja alles schon genauso falsch gemacht wie im ersten Game. Und ab da haben wir im letzten Game auch nicht so viele Fehler gemacht. Oh man, ich wurde gecatcht. Fick dich, Alter! Ja, nice! Sofort die Betäubung, danach die Ultimate und er platzt da Six auf. Was machen wir jetzt mit dem Kill? Weiter chillen? Ein bisschen unseren Jungle klären. Und ihr wisst es, na, das Inferno, das arbeitet gern von hinten. Es ist einfach deren Spezialmechanik. Genauso kann's gehen, ne? Wenn irgend so ein Wichser meint, gegen uns Zuzieher bauen zu können, dann ficken wir den halt einfach jedes Mal. Nice. Der ist übelst squishy dadurch. Lagerung ist da. Oh, Johnny! Putz, schon wieder die Combo! Ich hoffe, ihr werdet gesandwiched gerade. Ich bin da. Muss zusammen peelen, ne? Ja. Steigern kann jetzt der Flash. Knock-up. Johnny, durch die Bombe! Einfach vernichtet worden! Der kam da nicht mehr weg. Jetzt Max mit dem Binding komplett vernichtet. Double Kill hier für den Six. Ja, lass trotzdem gucken, was geht so. Die machen immer noch genug Fehler. Hat über 500 AP schon. Jetzt hat er Rabadon, sie ist wieder 700 da, oder? 900! Wundere mich die ganze Zeit, dass er die Leute hier so schnell tötet. Das ist natürlich ein Six, der ordentlich gefeedet ist. Diesmal wird das Ganze also von der Midlane-Position aus gemeinsam mit dem ADC gecarried. Und das Spandauer Inferno, wie gesagt, erstes Spiel bravourös, zweites Spiel sehr lange durchgehalten, aber hier im dritten, das war schon ein bisschen eindeutiger bisher. Zula dabei zu kiten, jetzt aber Poppy mit drin in dem ganzen Spaß. Zack! Bombe! Holy shit! Eieieiei. Das war auf jeden Fall toxischer Damage. Turm ist hier als nächstes down und nun heißt es auf den Nexus kloppen und damit hat Disrupted Spandau Inferno besiegt. Ah, oh, fuck, Alter. Ja, das war der 10. oder 11. King of Spandau Cup. 10. oder 11. Wir stecken das weg und kommen nächste Woche wieder.